Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play zu Minecraft. Ich bin's wieder, euer FlorianTV, heute am Start und ich habe mir heute mal wieder Gedanken gemacht in den letzten Tagen. Was könnte man, kann ich euch zeigen? Und ich habe mir so gedacht, ja, warum nicht mal einen kleinen Garten im Mini-Format? Und ja, was ihr dazu braucht, wie ihr es baut und worauf ihr achten solltet, das erkläre ich euch jetzt. So, als allererstes braucht ihr ein Material. 14 Falltüren. Von 14 Stück. Egal aus welchem Material. So, Eichenholzzaun braucht ihr 4 Elemente, 2 Grasblöcke, 7 Knochenmehl. Am besten 3 Bruchsteinmauern. Anthrazit poliert am besten 2. Eichenholztor 2. Eisengitter 2 und 5 Süßbeeren. So, als allererstes fangen wir mit der Grundlage an, das Gerüst mal für den Garten zu bauen. So, als allererstes stellt ihr euch mal hier die 2 Blöcke hin. Anthrazitblöcke. So, darum herum macht ihr einfach mal die Falltüren. Ups, sollte eigentlich klappen, wenn man sie nicht falsch herum, wie ich sie hier demonstriere, falsch herum hinpackt. So, genau, so. So. Dann habt ihr das schon mal so den Sockel. Darauf kommt dann die Bruchsteinmauer. So, darauf kommt dann wieder ein Zaunelement. Und darauf kommt dann, wieder ein Bruchsteinmauer. So, am besten dann noch die zweite oben drauf. Ich muss mir mal eben schnell hier ein Türmchen bauen. Ja, damit ich hier überhaupt mal hochkomme. So, sonst wird das ein bisschen schwierig. So. So. So, wenn wir das dann haben. Ich hoffe, das ist so. So, dann wenn ihr die 2 hier habt, müsst ihr natürlich die Holztore platzieren. So, das eine macht ihr natürlich unten. So, dazu sneakt ihr aber. Und das andere geht ihr hier so ein bisschen seitwärts. Umschalttaste gedrückt halten und einfach so platzieren. So, wenn ihr das gemacht habt, dann kommen die eigentlichen Zaunelemente nochmal dran. Da müsst ihr aber dann auch nochmal so ein bisschen die Position wechseln. Weil wenn ihr sie nicht ganz richtig ranmacht, backen die hier vorne irgendwo. So. Schauen wir mal, ob wir das jetzt gleich hier hinkriegen. Ich auf jeden Fall sollte es hinkriegen. Es wäre ja schlecht, wenn ich es euch zeige und ihr es dann nachmachen wollt und es nicht funktioniert. So. So. So sollte das dann aussehen. Einmal, und das macht er auf jeder Seite. So, am besten könnt ihr das auch hier von unten machen. So, dann sieht das schon mal so aus. Einer oben, einer unten. So, eigentlich gehört hier oben noch ein Zaunelement hin. Das machen wir dann zum Schluss dran. So, als nächstes machen wir die Eisengitter dran. So, 1, 2. So, die Grasblöcke. Jetzt kommt es natürlich drauf an. Jetzt müssen wir die Grasblöcke natürlich... Könnt ihr sie natürlich nicht so platzieren, weil ihr kriegt die Süßbären nämlich nicht hin. Sondern ihr platziert die einfach. Wo ist denn der Sand hier? So, nehmen wir uns mal Sand hier ein bisschen. Ihr macht euch eine kleine Konstruktion hier, so mit dem Sand. Packt hier drauf den Grasblock. Ne? So, und packt darauf die Süßbeere. So, das Ganze macht ihr auf der anderen Seite natürlich auch. Das versteht sich ja nicht auch von selbst. So. So. Ups, eigentlich sollte das ein tiefer sein. Gut, hier kommen wir. So, macht ihr einen tiefer, macht die Süßbären hin. So, wenn ihr das habt, dann wichtig dabei ist, dass ihr das mit Knochenmehl so ein bisschen hier wachsen lasst. So ein bisschen nebenbei. So. Dann sieht das schon mal so aus. Dann sieht das so aus, als wenn das so hängen würde. Tut's auch. Und dann macht ihr nebenbei noch die Falltüren hier zur Deko ran. So. Das einmal ringsherum hier. Ne? Und hier unten natürlich auch. Dass das hier einmal so dekorativ sehr schön aussieht. So, bei dem anderen habe ich das jetzt noch nicht gemacht. So. Und dann seid ihr schon so gut wie fast fertig. Bis auf das eine... hier. So, und dann macht ihr hier noch den Poller drauf. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder. Ich hoffe, es hat es euch an der Stelle gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein kostenloses Abo da. Ich würde mich freuen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Kommentar da oder ein Like.
Oder schreibt mal in die Kommentare, was ihr euch noch so an Projekten wünschen würdet. Ich würde mich freuen. Und ich sage an der Stelle, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.